Die Kopfnummer 14 hat Marco uns hier nun mit in die Bahn gebracht. Fear the Rhythm, ein Sohn des ehemaligen Siegerhengstes unserer westfälischen Hauptchörung, Fashion in Black, NRW. Fear the Rhythm, gezogen aus der Verbandsprämienstute 4 von Flatley Laureus Ferragamo. Hier die zweite Mutter, eine ganz besondere, sie ist eine Vollschwester zu Borghese MT. Borghese MT, dieser Sohn des Bacardi, Reservesieger der Chörung in Münster-Handorf 2018, wechselte dort in den Besitz von Familie Max Theurer und ist mittlerweile unter dem Sattel von Dorothee Schneider hocherfolgreich in Dressurprüfungen für junge Pferde. Fear the Rhythm, gerade dreijährig, macht hier schon einen ganz tollen Eindruck unter dem Sattel von Marco. Machen Sie sich selbst ein Bild hier im Training mit Christoph Hess. Ja, und die Britta sagt es gerade, ein dreijähriges Pferd, noch kurz Zeit erst unter dem Sattel und ja, ein unglaublich in jeder Weise ausbalanciertes Pferd. Und wenn ich Balance sage, meine ich immer die innere Balance und die äußere Balance. Innere Balance, die mentale und die physische Balance. Und das ist hier, finde ich, ein ganz tolles Beispiel. Nicht, der Marco kommt jetzt bei dem dreijährigen Pferd so, schon so zum Reiten, dass er sogar da ein wenig die Tritte verlängern kann, ohne dass ich sagen würde, hey, das ist eine Überforderung für das dreijährige Pferd. Sondern dieses Pferd bringt so viel natürliche Rittigkeit mit, dass man das schon mal vorsichtig machen kann. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie sie auf der rechten Hand geht und wie dann der Marco den Rechtsgalopp gleich entwickelt. Und dieses Pferd ist wunderbar vor dem Reiter und all die Kriterien, die in der Ausbildung wichtig sind bei einem jungen Pferd, sind hier schon sehr gut erfüllt. Und deshalb konnte er auch so sicher angaloppieren. Das war jetzt nicht von einem Trabtritt zum nächsten dann der Galopp da, sondern man merkte, wie Marco ins Pferd hineinhorchte und genau den richtigen Augenblick abpasste, um dann mit Effizienz die Hilfe zum Angaloppieren zu geben. Und Sie sehen, er klopft das Pferd und hat es gerade geklopft. Das ist so wichtig, Dankeschön zu sagen. Und das hat er uns hier bei Feel the Rhythm gerade in sehr schöner, pferdegerechter Weise gezeigt, wie das auszusehen hat. Und das ist etwas, was ich für vorbildlich halte und auch hoffe, dass die Besitzerin, der Besitzer dieses Pferdes, Kopf Nummer 14, das zukünftig auch so machen wird, sich bei dem Pferd zu bedanken, weil es wirklich ein rittiges Pferd ist. Nicht gestern diskutiert, was ist Rittigkeit und was ist geritten sein. Hier kann man sagen, das Pferd ist richtig geritten, aber, und das möchte ich jetzt besonders hervorheben, es bringt auch ganz viel Rittigkeit von Hause aus mit. Manchmal sind die Übergänge fließend, aber hier ist wirklich ganz viel Grundrittigkeit einfach da, weil das Pferd in sich zufrieden ist. Und das ist wichtig. Die Pferde müssen mit sich selbst, wie man so schön sagt, im Reinen sein. Und wenn Sie dieses Pferd jetzt unvoreingenommen betrachten, dann werden Sie nicht glauben, dass dieses Pferd erst dreijährig ist. Aber es ist wirklich so. Dreijährig und im Januar diesen Jahres geboren. So, und dann leichtes Traben und dann bitte die Zügel aus der Hand kauen lassen. Nicht, das ist ganz wichtig, dass wir das generell machen und eben ganz besonders wichtig für die jungen Pferde, um dann einmal den Schritt genießen zu können, um den jetzt einmal zu zeigen. Da sieht man ein junges Pferd. Zum Schluss bremste das Pferd noch so ein bisschen, nicht? Also der künftige Besitzer sollte dann immer wieder sehen, dass das Pferd in den Schritt hineingleitet. Das ist ein absoluter Top-Schritt. Ladies and Gentlemen, that's an amazing walk. Very good in the rhythm, with good activity and good covering ground and over-tracking. The horse is totally in balance in walk and trot and canter as well. Lovely trained, with a good rideability, and thank you very, very much indeed, Marco, for this wonderful presentation.